Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Flight Simulator. Wir machen heute eine kleine Städtereise, nämlich nach Bratislava. Und wir werden heute einen kleinen Rundflug machen. Ich werde euch das Ganze mal zeigen, was sich dazu tut, was ich so kenne, was ich so finde. Und wir suchen uns als allererstes ein Flugzeug aus, weil mit der F-18 Hornet, das wird mir zu schnell werden. Wir wollen einen gemütlichen Flug haben und wir bräuchten ein Flugzeug. So, und nachdem ich ja nicht weiß, was ihr so bevorzugt von anderen Flugzeugen, hätte ich gesagt, wir suchen uns jedes Mal ein bisschen ein anderes Flugzeug aus zum Fliegen. Und ihr könnt mir dann natürlich sagen, was wäre denn für euch interessant, was möchtet ihr sehen? Ihr könnt es mir jederzeit in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, ach nein, mit diesem Flugzeug geht gar nicht, ich möchte doch mal ein anderes sehen. Wir haben hier jede Menge schöne Flugzeuge natürlich zur Auswahl. Und ihr könnt natürlich jederzeit sagen, okay, das möchte ich mal sehen, das möchte ich mal. Natürlich, wenn jedes Mal das gleiche Flugzeug ausgesucht wird oder sich gewünscht wird, dann kann ich das natürlich auch nicht machen. Aber ich werde auf eure Wünsche eingehen und dieses Mal suche ich mir was Schönes aus. Hier die Dextron Aviation Beechcraft Bonanza G36. Das wird mein Flugzeug dieses Mal werden. Das suchen wir uns aus. Und so, Bratislava. Wo ist Bratislava überhaupt? Natürlich hier in Europa haben wir Bratislava. Wir zoomen mal ganz schnell rein. Österreich haben wir hier, also Deutschland, München, Linz. Und hier haben wir Bratislava, beziehungsweise im Deutschen auch Pressburg genannt. So, und wir werden natürlich hier vom Flughafen aus starten. Hier reger Verkehr, es tut sich einiges. Parkfelder haben wir hier einige. Zwei Landebahnen können wir uns aussuchen und ja, Bratislava selber hier, die Altstadt haben wir hier in diesem Bereich, an der Donau natürlich, hier die Donau fließt von Wien Richtung Bratislava, hier fliegt einer, okay, coole Sache. Und wir haben hier mehrere Flughäfen, nämlich den Hauptflughafen und hier einen kleineren, ich glaube das ist ein Sportflughafen oder was das sein soll, hier ja, das auch noch. Ja. Natürlich, wir fliegen von dem Hauptflughafen weg und ja, schauen uns dann die ganze Stadt an, was wir hier noch so Schönes haben. Autobahn, ja, die Autobahn hier sieht man auch recht gut. Hier verläuft die Autobahn rüber und da haben wir aber auch schon hier noch die slowakische Seite und hier Kitze, Österreich-Grenze, sieht man hier auch halbwegs. Hier sollte die Grenze wo sein, ja, wird sie auch so. Was sagen wir, wir wollen fliegen. Hier weg, Abflug festlegen natürlich und eine Landung haben wir jetzt nicht vorgesehen, brauchen wir nicht. Das machen wir alles spontan, also wir legen mal gleich los, losfliegen. Stephanie Tower Beechcraft Alpha Sierra X-Ray Golf at runway 04 ready for departure, departing straight out. Beechcraft Alpha Sierra X-Ray Golf, Stephanie Tower Flug Happen ist auf IFR. Alles klar, wir sind hier auf Stefanik Flughafen und jetzt haben wir zwei, drei Sachen, die mir jetzt gar nicht gefallen. Natürlich, wettertechnisch, so können wir nicht fliegen. Leute, so geht's nicht. Live-Wetter finde ich super geil, richtig geil, aber ich muss es leider ausschalten. Tut mir leid, das geht so nicht. So. Und jetzt sehen wir schon, wir sind in unserem wunderschönen Flugzeug angekommen. Ganz kurz mal schauen, was es hier so Schönes gibt. Wer sich hier auskennt, natürlich wird sich gleich heimisch fühlen. Schön nachgebaut, wunderschönes Flugzeug. Und, ja, wir stehen schon bereit. Ja, wir bestätigen jetzt gar nichts. Wir fliegen nämlich gleich los. Landeklappen sind ausgefahren. Die Schub erhöhen wir auf Maximum. Bremsen lösen wir jetzt. So, das passt. Das schalten wir jetzt aus. Das stört mich. So, wieder zurück in die Mitte. So, wir haben jetzt optimale Geschwindigkeit. Wir können... Oh, ich schlenker leicht. Egal. Wir können jetzt leicht abheben.
Sehr schön. So, das hier stört mich natürlich. Das tun wir weg. Wir bräuchten die Karte. Sehr schön. Gut, die Karte haben wir auch. Dann sehen wir ein bisschen, was hier alles los ist. Ein bisschen besser natürlich. So, das ist cool. Und wir drehen einmal nach rechts. Eine Runde ab. So. Klappen einfahren. Fahrwerk einfahren. Das haben wir alles gemacht. Sehr schön. Hier bekommen wir noch ein paar Tipps, die brauchen wir nicht. Wir fliegen einmal zurück Richtung Stadt. Und hier könnten wir natürlich der Straße hier schon mal folgen. Werden wir aber nicht da vorne. Seht ihr? Ja, sehr schön. Wir überfliegen gerade den Flughafen rechts unter uns. Jetzt ist die Frage, sollen wir direkt in die Stadt fliegen? Ja, sollten wir schon. Wir schauen uns mal die Straße an, die in die Stadt führt. So, was wir jetzt unter uns hier jetzt sehen, hier gleich nach dem Flughafen, wir haben hier jede Menge Einkaufscenter hier außerhalb, leicht außerhalb der Stadt, aber ihr seht schon, alles hier ist recht kompakt, also wir werden alles sofort überblicken und sehen können. Ich fliege mal ein bisschen weiter runter, dass wir ein bisschen was sehen, drossel die Geschwindigkeit ein bisschen. Ja, Fußballstadion unten sieht man schon. Ja, die Hauptstraße ist jetzt direkt unter uns, die seht ihr recht gut. Die führt uns nämlich in die Stadt rein. Dort ist ein... Da muss ich jetzt noch ganz kurz einen Schwenker nach unten machen. Sehr aggressiv, ja. Autobahnbrücke, die Abfahrt von der Autobahn hier und dann Richtung Stadt rein. So. Dort ein kleiner See, den kenne ich auch noch gut, beziehungsweise jetzt kommen wir mal schön rein, ein bisschen langsamer. Dieses große Gebäude unten soll der Billa-Parkplatz sein, glaube ich. Ja, und da ist meine alte Heimat. Sehr schön. Okay, das kennen wir alles. Wunderbar. Gehen wir gleich in die Stadt noch rein. Vor allem die Altstadt ist wunderschön. Hier haben wir ein Einkaufscenter direkt vor uns. Hier links vom Pressburgzeichen, da sollte ein Einkaufscenter sein. Auch recht schön. So, wir fliegen jetzt Richtung Altstadt. Die Häuser sind ja in diesem Fall nicht sehr vorzeigbar, diese großen. Naja, kenne ich alles nicht.
wie ein Einkaufscenter wie der an der Donau, eins der schönsten, glaube ich sogar, die es an der Donau gibt. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Hier die Altstadt rechts von mir unten. So, ja, Altstadt, sehr sehenswert. Jetzt hier oberhalb, natürlich seht ihr das, dieses Gematsche da mit den Fenstern, das ist die Burg. Für normal ist hier oben die Burg, die ist wunderschön, auch ein Wahrzeichen. Ja, ist jetzt im Flight Simulator hier jetzt wirklich nicht schön gemacht. Ich glaube, da schauen wir uns nochmal, Prag sollten wir uns nochmal anschauen im Flight Simulator, der sollte wirklich schöner sein. Das ist jetzt, überzeugt mich überhaupt nicht. Aber man kennt die Straßen. Hier zum Beispiel, hier habt ihr ein Hochhaus an der Brücke. Seht ihr das? Ist ja ganz komisch hier über die Donau. Und dann kommt gleich ein Hochhaus. Ja. Glaubt ihr, dass da ein Hochhaus steht? Ich nämlich nicht. Das ist die Brücke. Da könnt ihr, glaube ich, sogar hochfahren. Da ist eine Aussichtsplattform oben drin. Aber dieses Hochhaus natürlich sicher nicht. Okay. So, hier Wohnviertel Bratislava. Plattenbaugebiet, eines der größten Europas, was ich so noch weiß. Ja, auch schön hier. Gut, ich glaube, das war's schon mal. Bratislava ist echt nicht ganz so groß und ja, hier im Flight Simulator natürlich nicht so schön zum Anschauen. Ja. Komische Häuser seht ihr da unten mit den Dächern, ja. Alles irgendwie dahin gematscht. Nicht sehr schön. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir natürlich einen Daumen hoch da. Wenn nicht, natürlich dann halt nicht. Dann Daumen nach unten von mir aus. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Flug auch wieder dabei. Wenn wir eine Runde durch die Stadt düsen. Sagt mir, welches Flugzeug ihr gerne fliegen sehen würdet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.